Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns mal die Pyro Conversion von Nico an. Die Batterie hat nämlich 24 Schuss, brennt laut der Verpackung ca. 100 Sekunden. Dazu werde ich aber gleich noch was sagen. Sie hat 30mm Kaliber, 373 Gramm NEM und kostet dieses Jahr im Lidl 19,99 €. Ob die Batterie sich für den Preis lohnt, das schauen wir uns jetzt mal an. Und einigen von euch ist jetzt bestimmt schon aufgefallen, dass das auf jeden Fall keine 100 Sekunden Brenndauer waren. Und zwar hat die Pyro Conversion ja gleichzeitig noch eine Fontäne und die brennt eben insgesamt 100 Sekunden, so wie ich das verstehe. Aber damit ist nicht die Batterie an sich sozusagen gemeint. Ja, was ist meine Meinung dazu? Also ich finde, die Pyro Conversion hat auf jeden Fall einige Effekte. Die sind schön und wirklich auch abwechslungsreich. Auch das Finale finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde, die Zerleger haben aber ein bisschen nachgelassen. Die könnten ruhig etwas stärker sein und für 19,99 € bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob ich mir die für den Preis eben mitnehmen würde. Ich finde, da gibt es bessere Alternativen, deshalb von mir 3 von 5 Sternen. Obwohl die Pyro Conversion an sich auf jeden Fall eine gute Batterie ist, aber da stimmt der Preis, finde ich, einfach nicht so ganz. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare und lasst mir auf jeden Fall auch gerne mal einen Like und ein Abo da, falls ihr auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao!